sollte die Bombe fliegen. Ja, sehr schöner Treffer. Ja, moin moin, ihr Hero-Maniacs. Hier ist wieder euer Captain Sascha und wir wollen uns heute die monströsen Flugzeugträger anschauen. Nicht nur anschauen, denn ich will euch ein bisschen zeigen, was die so besonders macht in dem Spiel und vielleicht auch ein paar Tipps an die Hand geben, wenn ihr selber ein Spiel starten könnt. Denkt dran, ihr habt immer auch die Möglichkeit, Beta-Keys bei uns zu gewinnen. Ich kann es nicht häufig genug sagen. es sieht so aus, Flugzeugträger spielen sich tatsächlich ein wenig anders als viele andere Schiffe. Also wir haben ja beim letzten Mal einen Kreuzer gesehen. Wir haben uns einen, lass mich nicht lügen, noch einen Kreuzer angeschaut. Ich dachte eigentlich einen Zerstörer haben wir uns angeschaut. Na gut, wir haben uns zweimal einen Kreuzer angeschaut, aber zumindest mit unterschiedlichen Völkern. Heute werden wir uns mit den USA die Flugzeugträger anschauen und dafür nehmen wir uns die Independence, das ist quasi die fünfte Klasse hier und werden mit der jetzt ins Gefecht starten und dann erzähle ich euch, was ein bisschen anders ist, wie die Steuerung funktioniert, denn das ist auch ganz entscheidend, weil die wirklich anders ist und wenn ihr das erste Mal vielleicht reingeht, könntet ihr ein wenig überfordert sein. Gut, wir springen jetzt ins Gefecht rein und ich überspringe hier die kurze Ladesequenz und wir sehen uns dann gleich wieder. So, willkommen zurück und während jetzt die Karte lädt und scheinbar die Kollegen schon fahren müssen, während ich hier noch in der Ladensequenz bin, sehen wir uns mal ganz kurz die Ziele an. Also allgemein ist es eigentlich das gleiche Ziel wie auf jeder Karte, das heißt auf den meisten Karten Gegner zerstören oder alternativen Punkt einnehmen. Mit dem Flugzeugträger ist es aber so, dass es im Grunde genommen unsere Aufgabe ist, nicht nach vorne zu fahren, sondern im Hintergrund zu bleiben und Fliegerstaffeln auszuschicken. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Hier unten ist quasi unser Schiff. Das heißt, das sehen wir jetzt, wenn ich mal hier so reinspringe. Da liegt es im Hafen, möchte ich fast sagen. Mit der Shift-Taste wechsle ich die Ansicht. Das heißt, ich kann nah reingehen oder weit raus. Jetzt kennen wir schon diese taktische Ansicht und die ist hier auch ganz entscheidend. Denn für uns ist es jetzt nicht die Aufgabe, nach vorne zu fahren, sondern eher unser Schiff irgendwo hier ja quasi im Hintergrund zu lassen und nach Möglichkeit aus den Gefechten rauszugehen. Das, was für uns entscheidend ist, sind die Fliegerstaffeln. Davon haben wir drei. Zum einen auf Taste 2 gelegt und die schicken wir jetzt direkt mal los. Das sind die Jäger. Auf Taste 3 haben wir die Torpedobomber. Und auf Taste 4, die schicken wir auch direkt los, haben wir die Sturzbomber. Ihr seht, die fliegen da vorne alle los. Wir können uns die auch mal anschauen, indem wir zu denen springen. Hier haben wir jetzt die Fliegerstaffeln zum Beispiel. Die gehen in die Luft. Ihr seht das so. So, und was jetzt für uns passiert, ist, dass wir diese Staffeln eigentlich befehligen. Und hier kommt fast so eine RTS-Komponente rein, dass wir eigentlich mehr oder weniger aus der Luft heraus diesen Staffeln Kommandos geben. Also wir sagen, wo sollen die hinfliegen? Oh, ich glaube, Staffel 4, wollte ich gerade sagen, war ein bisschen verbuggt. Dass wir die über die Luft bringen. Und jetzt hier quasi immer schauen. Also zum Beispiel der Jäger, dessen Aufgabe ist es, feindliche Jäger, wie zum Beispiel hier, aus der Luft zu holen. Wir sehen gerade, die haben ebenfalls hier einen Torpedobomber hier oben und einen Sturzbomber dabei. Und quasi der ist jetzt auf Abfangkurs und versucht, die aus der Luft zu holen. Die andere Aufgabe ist es, wir haben hier so einen schönen Torpedobomber bei und wir haben gleichzeitig auch noch den Sturzbomber dabei, dass wir uns damit gegnerische Schiffe vornehmen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir so ein paar Schiffe haben. Während hier vorne wir mal auf Auto setzen, können wir mal reingehen. Was wir hier schön sehen, die versuchen jetzt, die abzuknallen, aus der Luft zu holen. Schöne Dogfights hier, damit die ihre Torpedos nicht werfen können. So, während wir die anderen mal hier hinten rüber schicken. Beide. Ihr seht, die kommen von da und den haben wir da. Schicken wir auch mal darüber. Dass die quasi beide darüber fliegen. Ich habe gerade so das Gefühl, das ist ein bisschen buggy heute. So, und für uns dann ganz wichtig, diese Ziele. Das sind einfach unsere Ziele. Wir werden jetzt mal sagen, den Torpedobomber, wenn ich die Alt-Taste drücke, können wir uns mal anschauen, wo die sind. Dann werden wir uns mal deren Ziele vornehmen. So, das heißt, ihr seht, ich kann hier bestimmen, wo droppe ich die Bombe. Und wenn ich die, glaube ich, hier droppe, droppt die ganz gut. Können wir mal reingehen.
Ich glaube, die droppt es wirklich ganz gut da unten im Gebiet. Ja, war leider kein Treffer. Ist ein bisschen daneben gegangen. Schade. So, was jetzt passiert ist, wir versuchen unseren Viererflieger rauszuziehen und zur Base zurückzuschicken. Während der Rest erstmal drin bleibt. Wo haben wir den denn? Da vorne. So, hier den schicken wir weiterhin auf Flugzeuge drauf. Ich merke gerade, ich habe mich total verguckt. Wir haben nämlich keinen Torpedobomber dabei. Wir haben hier tatsächlich zwei Jäger dabei. Ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Weil eigentlich hatte ich auf der 3 die ganze Zeit einen Torpedobomber liegen. Das ist jetzt echt mein Fehler, den ich hier gemacht habe. Gut, ist halb so wild. So, wir gucken mal, was unser Schlachtschiff macht. Das gondelt weiterhin hier unten rum. Da kommt jetzt übrigens schön, das können wir sehen. Hier unser Sturzbomber. Der kommt jetzt drauf. Die werden jetzt zurückfliegen. Oh, die haben... Ich dachte, die haben welche hinter sich. So, und die werden jetzt hier landen. Okay, die laden jetzt auf und dann können wir sie gleich zurückschicken. Also man muss immer so ein bisschen auf die Munition achten, die ihr hier unten angezeigt bekommt. Ich glaube, die sind abgeschmiert komplett. Da können wir gleich eine neue Staffel losschicken. So, da schicken wir schon mal die nächste Staffel los. Also alles, was wir hatten, wurde irgendwie aus der Luft geballert. Leider. So, die schicken wir direkt wieder ins Gefecht, die Zweierstaffel. Gucken mal, irgendwo hier oben waren sie ja. Können wir direkt hier drauf schicken. Dann haben die zumindest ein Ziel, auf das sie drauf gehen. Können natürlich unser Schlachtschiff auch ruhig ein bisschen näher ranschicken, dass wir nicht immer so einen riesig weiten Weg haben. Wird jetzt also langsam drehen. So, die nächsten Staffeln schicken wir auch los, dass die sich um die weiteren Schiffe kümmern können. Momentan sieht es für uns nämlich nicht ganz so gut aus. So, das heißt, den nächsten Jäger schicken wir... Wir suchen uns mal raus, wo die Jäger sind. Da oben. Schicken wir hier auf den Torpedobomber. So, und den Vierer, der ist auch unterwegs. Da visieren wir jetzt hier mal ein paar Schiffe an. Den könnten wir uns zum Beispiel schön schnappen hier. Dass wir den vielleicht so ein bisschen aus der Luft holen. Also wir fliegen mal hier in die Richtung. Können auch mal so ein bisschen in die Ansicht gehen. Ja, also man kann im Grunde genommen diese ganzen Jäger kann man so ein bisschen automatisiert fliegen lassen, dass die sich wirklich ja, automatisiert einfach die Gegner schnappen und die anderen feindlichen Flugzeuge aus der Luft holen. Während wirklich diese Torpedobomber und die Sturzbomber tatsächlich mehr beachtet werden müssen. Da muss wirklich mehr drauf geschaut werden, dass man die einfach verwaltet. So, jetzt kommen wir hier so langsam in ein Gebiet, wo es kritisch wird, wo das gegnerische Schiff auch näher kommen sollte irgendwo. Da hinten ist es. Wir fliegen da mal näher ran. Den schnappe ich mir gleich. Hier, den können wir mal da draufsetzen. Oh, wobei, können wir auch auf den setzen. So, den da drauf. Den Dreier setzen wir auch da drauf. So, den Vierer. Ja, wir können auch hier hinten. Da sind so viele Schiffe hier hinten. Ist da was? Wir lassen den da hochfliegen. So, man kann tatsächlich das ganze Spiel aus dieser Ansicht eigentlich machen. Oh, jetzt mal gucken, nicht, dass wir aus der Luft geballert werden. Das wäre natürlich unschön. So, jetzt müssen wir gucken, wo setzen wir die Bombe. So, ich hoffe, das funktioniert. So, gehen jetzt zum Angriff über. Sollten wir zumindest. So, haben anvisiert. Haben jetzt schon ihre Bomben geworfen. Jetzt geht es zum Angriff über. Jetzt müssten sie eigentlich... Schöner Treffer. Schöner Treffer. So, haben schön getroffen, haben ihre Munition aber gleichzeitig auch verschossen. Das heißt, die müssen wir jetzt wirklich zur Base zurückschicken, weil die können eigentlich jetzt nichts mehr großartig machen. Schicken wir also zurück. Und hier hinten haben wir noch welche in der Luft. Die kümmern sich weiterhin um Einheiten. So, Schiff dreht weiter in seine Runden. Wurde bisher noch nicht groß angegriffen. Können wir ein bisschen hier in unser Gebiet lassen. Ja,
Langsam haben unsere Flieger da auch echt Probleme. Also ihr seht es, kaum noch Energie ist der letzte Flieger hier zum Beispiel aus dieser ganzen Verbundsflotte. Ja, ist natürlich nicht ganz so angenehm. So, ich versuche hier hinten diese Radar, dieses Radarflugzeug mal aus der Luft zu kriegen. Da haben die noch irgendwelche... Ich muss immer so ein bisschen die Übersicht halten. Die haben momentan keine anderen großen Flugzeuge in der Luft. Das ist für uns ganz gut. Das ist für uns tatsächlich ganz gut. Also momentan sieht es gut aus. So, ich schicke alles, was ich habe, jetzt mal hier drauf, dass wir deren Augen sozusagen nehmen. So, jetzt können wir den nächsten Bomber losschicken. Da hinten macht er sich auf den Weg. Wie gesagt, mit der Alt-Taste toggelt man sozusagen immer zwischen dieser Ansicht und dieser Ansicht. Und gleichzeitig kann man natürlich auch mit M jederzeit diese Taktikansicht aufrufen. So, wir nehmen den Bomber, fliegen jetzt mal hier ins Gebiet. Gucken, ob wir hier vorne das kleine Bötchen ist gut, wegräumen können. Das vielleicht irgendwas hier noch angeschlagen, da nicht. Ne, sieht gut aus. Gleichzeitig übernehmen unsere Kollegen schön, so, wir gucken, wir haben anvisiert. Übernehmen unsere Kollegen schön den Punkt hinten. Auch sehr angenehm. So, gucken wir uns das jetzt mal an. Wir jetzt schön drauf fliegen aus der Richtung. Sollte die Bombe fliegen. Ja, sehr schöner Treffer. Sehr schöner Treffer. Und wir fliegen zum Schiff zurück. Machen hier wirklich gut Schaden an der Stelle. So, auch wenn wir immer noch nicht diesen einzelne Drohne da aus der Luft gepickt haben hier. So, könnte das denn auch mal geregelt werden? Das wäre ganz angenehm. So, wir können natürlich doch gleichzeitig die nächste Fliegerstaffel mal losschicken. Dass die sich vielleicht auch anschließen einfach. Aber ich denke, der Stützpunkt ist vorher schon eingenommen. Schicken wir alles da hinterher. Also wie gesagt, Flugzeuge einfach für den Dogfight und die Flugzeuge, die man hat, die Bomben abwerfen können oder Torpedos verschießen, die sind dann natürlich einfach dafür da, um die Schiffe auszuschalten. Gerade feindliche Flugzeugträger, die wir jetzt hier, glaube ich, nirgendwo mehr haben. Wenn wir jetzt hier irgendwo noch einen Flugzeugträger hätten, dann sind das natürlich unsere primären Ziele, denn wenn wir deren Luftabwehr ausschalten, sieht es für uns einfach deutlich besser aus. So, und da haben wir das Ding gewonnen. Sehr schön, das freut mich. Insgesamt haben wir 9 Abschüsse, 1 Zieltreffer mit der mit unserer Abwurfbombe. Mal gucken, Platz 3 diesmal. Gar nicht mal so übel, würde ich sagen. Ich habe es leider ein bisschen tatsächlich verpennt, dass ich, und das kann ich euch jetzt mal zeigen, dass ich scheinbar die falschen Flugzeuge beim Skillen ausgewählt habe, denn es gibt hier, wie gesagt, diese Module. Und habe ich mich jetzt hier wirklich verkauft, scheinbar? Ja, tatsächlich, ich habe mich verkauft. Also allgemein bei Schiffen sieht es so aus, die können, wie gesagt, immer aufgerüstet werden, genau wie ja zum Beispiel Kapitäne Erfahrungen sammeln und geskillt werden können, was wir uns ja hier schon mal angeguckt haben. So ist es mit Schiffen, die haben sozusagen Module und je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte man investiert, kann man dann zum Beispiel andere Jäger kaufen. Also zum Beispiel habe ich hier einen Curtis F6C drin, könnte alternativ aber auch diesen Grumpman nutzen, den ich jetzt noch nicht gekauft habe, aber den könnte ich kaufen. Dann haben wir hier diese Torpedobomber drin, die wir jetzt gerade aus irgendeinem Grund nicht dabei haben. Ich weiß nicht. Ich weiß, was der für. Nee, das ist aber. Das hatte ich, glaube ich, ich habe so das Gefühl, das ist ein Bug, weil, wie wir sehen, die mit dem Haken habe ich dabei. Und ich hatte dabei einen Curtis, ich hatte dabei den Martin. Und ich hatte dabei den Sturzbomber. Der Sturzbomber hat funktioniert. Was aber nicht funktioniert hat, war der Martin. Und der müsste nämlich eigentlich auch ein Torpedobomber sein. Aber der hat sich verhalten wie ein Jäger. Ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht stelle das hier mal um. Wie gesagt, je nachdem, was man hier nimmt, das habt ihr gerade auch gesehen, ändern sich dann die Stats. Wenn ich jetzt hier sage einbauen, dann habe ich hier zum Beispiel mehr Überlebensfertigkeit, die Reisegeschwindigkeit ist höher und so weiter. Da muss man immer ein bisschen seine Komponenten wählen. Genauso kann man nochmal Verbesserungen wählen. Hier unten also 3 Perks jeweils, die man kaufen kann und einbauen kann. Das ist auch sehr schön. Und insgesamt momentan gibt es 6 Flugzeugträger. Also wir haben jetzt gerade die Independence gesehen.
Gibt aber auch noch komplett andere, wie die Saipan, es gibt die Ranger, die Lexington und unter anderem auch die Essex. Und wenn ihr euch das Schiff mal anschaut, so einen direkten Vergleich, das ist tatsächlich, also, das ist schon ein Bügelbrett, ne? Also, wow. Da, und ihr seht auch hier deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten. Das ist schon wirklich ein großes Ding, also... Aber ist interessant, also gerade im Vergleich vom Gameplay her, hier deutlich RTS-lastiger mit diesen Flugzeugträgern im direkten Vergleich mit dem, wir fahren aufs Wasser und wir ballern alles ab, was uns in den Weg kommt. Ja, postet doch mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat mit den Flugzeugträgern, ob ihr mehr Flugzeugträger-Gameplay sehen wollt, eher normale Schiffe. Ihr habt es in der Hand und wir sehen uns im nächsten Video wieder.